Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier gemeinsam spielen. Im Moment sind wir wieder mit unserem Scania unterwegs, sind gerade in Szegedin, 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 sagt Wikipedia. Das ist in Ungarn. Ja, gucken mal, was wir noch so Schönes finden. Haben da gerade Baumrinder ausgeliefert. Mal gucken, ob wir noch ein paar schöne Anbauteile kriegen können für unseren Scania. Vielleicht einen neuen Motor, ein neues Getriebe. Mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen Interieurdesign. Oder ein paar neue schicke lackierte Kotflügel. Wir lassen uns überraschen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und dann auf nach Ungarn. Dann neue Aufrissteile verfügbar. Das ist ja sicherlich für den Auflieger. Aufliegerhändler. Jazzycat Trailers braucht Level 8. Okay. Ganz normalen Curtain Sider könnte ich kaufen. Einzel ist klar. Ein Curtain Sider mit zwei Achsen. Boah. Das lohnt sich noch nicht, ne? So im Level weiter, dann können wir bestimmt einen Dreiachser kaufen. Also einen kleinen Curtain Sider, das bringt's ja nicht. Flatbed wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber können wir auch noch nicht. Nee. Ja, ich möchte alle Änderungen rückgängig machen. Jazzycat Trailers, Goldhofer. Ah, das sind die Tieflader, die ich. Die habe ich als Mod drin. Die Jazzycat Trailers, die sind ganz cool. Was kostet denn so ein Ding? 33.000 für einen Auflieger. Lass mal. Oh, das mache ich wieder nicht, wenn ich da jetzt draufklicke. Ne? Ach, geht aber noch. So, hier war doch vorhin irgendwas mit dem Lenkrad. Oh, guck mal. Airbar Custom. Fenders mit Lack. Seitenverkleidung lackiert. Hier. Das müsste der doch. Fuel Tanks with Covers. Ah, oh, das sieht sehr interessant aus. Ich glaube, wir sollten noch mal einen kleinen Ausflug zum Tuner unseres Vertrauens machen, würde ich sagen, wa? Flitzen wir mal kurz rüber. Da. Und wir müssen wahrscheinlich nachher sowieso ja da was wegholen, ne? Also. Fahren. Time to hit the road. Yes, Sir. Aber müssen wir gleich wieder wahrscheinlich noch warten, weil der bestimmt zu hat oder so. Hallo, wo geht's denn hier raus? Links. So, 50, ja. Gucken, ob wir vielleicht schon wieder einen neuen Motor kriegen können. Oder ein neues Chassis. Ich hätte ja gern ein 6x2 oder so. Oder ein 6x4 am besten noch. Allrad-Chassis gibt es, glaube ich, hier im Spiel nicht. Get ready to turn left. Wobei ich weiß gar nicht, ob es so Serien-LKWs als Allrad gibt. Ich glaube, Allrad ist doch sehr, sehr spezifisch. Ne? Turn left. Das ist dann, glaube ich, schon sehr. Ich glaube, selbst die. Ja, Baustellen. Doch, Baustellenfahrzeuge, die haben ja teilweise. Aber das wäre dann ja auch schon wieder bei Scania eine andere Serie, meine ich. Bei Volvo ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine andere. Da wir hier, ja. Wir wollen ja auf jeden Fall irgendwann schneller oder größere Lasten. Wir wollen ja auch Schwerlast fahren, ne? Deswegen brauchen wir ja auf Dauer eine Zuchtmaschine sowieso mit mehr Achsen, die mehr Grip auf die Straße bringt. Machen wir. Ampel blinkt nur, das heißt, okay, gut. Ja, ich turne left, wenn der da mal nicht so. Jetzt fährt er los und fährt mir in die Karre. Nee, doch nicht. Das ist so ein bisschen die KI, wenn du hier ein bisschen zu weit fährst, turn left. dann sagt er auf einmal, nee, also ich bleib jetzt hier We're stehen. here. We're here. Now drop the load and go. Welche Load? Wir haben keine Load, my friend. Wir wollen nämlich gucken, ob wir noch ein bisschen Tuning machen können. Gibt's schon wieder einen neuen Motor? Gucke mal, wir können auf 380 PS hoch mit 1500 Newtonmeter. Das auf jeden Fall. Getriebe können wir noch nichts ändern, da können wir noch nichts ändern, neues Dach können wir noch nicht machen. Wir können aber die neue Badge vorne ran klatschen. Eine 360er Badge beim 380 PS Motor. Ach, 360 PS. 50,05 Euro. Der macht besser Standardgut.
Warum? Was ist da der Unterschied? Aber der ist besser in Steigung und Gefälle, das ist doch schon eher was. So, und dann konnten wir, glaube ich, noch ein neues Lenkrad kriegen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Standard Steering Wheel 2. Sieht natürlich noch ein bisschen cooler aus, ne? Was gibt's hier noch für ein Blödsinn? Ja, nichts Schönes. Aber das und verglichen dazu das hier, finde ich cooler. Ah, das ist hier Backup-Bremse, oder was ist das? Tempomat, Abstandstempomat, würde ich mal behaupten. Das ist draußen. Pole Light, ja, kannst du machen, kannst auch lassen. Können wir uns noch einen Nachbarn dazu setzen hier? Darth Vader zum Beispiel. Oder Juliette. Luke Skywalker. Ach, guck mal, Melissa geht's mit und ohne Strumpfhose. Schön. Jasmin guckt nur auf ihr Handy. Ne, der raucht. Den brauchenden Beifahrer will ich nie haben. Ach, guck mal, er liest Chip hier. Okay. Truck-Info? Nö. Ach, der braucht auch nichts stehen. Ist ja witzig, aber ne. Braucht nicht. Kunststoff und Lack. Das ist aber der Lack, glaube ich, nur die Dingens, ne? Aber ich glaube, wir können neue. Hier ist bestimmt. Genau. Ist nicht fast. Nö. Fuel Tanks können wir nochmal wechseln. Wie kann ich denn die Fuel Tanks wechseln? Hä? Da? Nö. Fuel Tanks Original with Covers. Ah, da kann ich mir die auch noch schön. Chrom mit Covers. Ach, guck mal, da ist dann das Rot von unserer Lackierung, ne? Okay, aber er hat dann einen AdBlue-Tank da rechts noch. Ja. Ja, sieht aber gut aus. Gefällt mir wohl. Aber vernünftige Half-Halves kriegst du hier auch nicht dran. Könnte man eventuell noch so eine Custom. Ah, ne, dann lieber die Standard-Dinger. Die sind doch schöner, finde ich. Kann ich eine neue Kabine draufsetzen? Ne, neues Dings kann ich auch noch nicht. Was soll das kosten? 13.000. Da muss ich auch noch eine Lackierung nochmal bei hier. Das muss dann ja. Die sind das, ne? Ja, genau. Da können wir hier aber dann genauso gut auch schwarz nehmen. Oder Silber. So, das nehmen wir dafür. Das sieht doch ganz schick aus. So. Hier oben an die Hella kann, glaube ich, kann ich schon. Cap Parts? Ne. So, da kann ich schon. Nee, Randaleleuchte kann ich nicht aufbauen. Schade. Spoiler ist nicht verkehrt, glaube ich. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Mit der Kunststofflippe da hinten dran. Das sieht doch gut aus. Das machen wir. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob es hier technisch, ich glaube, technisch bringt es im Spiel gar nichts. Jetzt hängen natürlich unsere Drucklufthörner da so ein bisschen halb drin, aber ich finde, das sieht ganz schick aus so. So. Hervorragend. 24.000, ja, komm. Wir gönnen uns ja sonst nichts, ne? So, Wartung. Gibt nichts zu warten, alles klar. Dann, back on the road, my friend. Auftragsangebot. Aufträge.
Was haben wir denn hier Schönes? Lädt wieder 300 Jahre, so. Puh, zu schwer. Ich würde eigentlich gerne... die sind ein bisschen schwer, die drei Trecker, oder? Debrecen, nach Rumänien noch weiter rein. Mit gefrorener Pizza. Könnte man auch machen, ne? Bringen wir ein paar Bührer nach Rumänien. Gucken wir mal, was die Externen sagen, wo die mich so hinschicken wollen. Slowakei, Slowakei. Ja gut, die wollen mich alle hier im Kreis fahren lassen. Nö, dann nehmen wir doch lieber normalen Auftrag fahren von Czeged nach. Ach guck mal, jetzt hat sich schon wieder alles geändert, okay. Die ist zu schwer. Nee, wir fahren den hier. Nach Acrylic, was auch immer das ist. Acrylic Baths. Keine Ahnung, aber nach... Nein, habe ich jetzt gerade Acrylic Baths ausgewählt? Halt, stopp. Die wollte ich nicht haben. Zack. Ach, jetzt gibt es den Auftrag schon gar nicht mehr, oder was? Dann laden wir nochmal neu. Das Ding da hatten wir, genau. Ja, oder Concrete Blocks. Ja, aber doch, ich wollte doch ab hier. So. Genau, die hatte ich genommen, ne? Für 8000 nach Rumänien runter. Ja, das machen wir. Das machen wir. So, ich will mal kurz was machen. Bin sofort wieder startklar. So, zack. So, auf geht's. You've got the contract. I've now got go. The contract. Okay, my friend. Ah, sind die natürlich wieder nicht angeschaltet, ne? Genau. Nur noch eben umschalten. So. Soll ordentlich aussehen. Hit the road. Turn right. Nebelscheinwerfer fahren? Ja. Turn left. Jo. Ich habe mich so auf den Bus da konzentriert, dass ich nicht drauf geachtet habe. Ja, das hätte jetzt geknallt. Keep left and then turn left. Naja, es ist ja nichts passiert, zum Glück. Zum Glück ist nichts passiert. So, da stehen die Bührer schon. Good driving. So, Aufträge. Und zwar die da wollte ich haben. Ein paar Trecker nach Rumänien. Schicker Bührer. Drive safe. So. Auf geht's. Ist dran. Ja, Licht hat er auch. Ja, Licht hat er auch. Hat der Trailer eine Randaleleuchte? Ne, hat er auch nicht. Okay. Turn left. Left and then turn left. Da gleich wieder links, alles klar. Turn left.
hinter dem LKW. Der ja auch noch stehen bleibt wie ein Trottel. Weiß ich auch nicht warum. Ich glaube nicht, dass er mich vorlassen will. Dann müsste er ja Lichthupe machen oder so. Was haben wir hier? Personal-Dinger? Ja, ne? Ja, Personalagentur. Okay. Hier ist ein Loch in der Straße. Go straight. Yep. Straight ahead, my friend. Muss bald mal tanken, wa? 1700 Kilometer bin ich schon gefahren mit dem Ding. Ich habe noch 1639 Kilometer, die ich fahren kann. Was habe ich denn für einen Tank? Also, naja. Warum nicht? So, hier soll ich jetzt. Go straight and then turn right. Ich wollte gerade sagen. Muss doch hier hoch. Ah, da will ich jetzt mal irgendwas machen hier. Zack. Tasten und Knöpfe. Kein Mensch braucht die Hupe. Taste 11 habe ich den drauf. Das müsste die hier sein, ne? Glaube ich. Okay, wenn ich das da schon drauf liegen habe. Ah nein, das ist logisch. Taste 11 ist natürlich die, die auf dem Joystick mit Taste 12 beschriftet ist. Das macht schon Sinn. Aber da kann die Gänge nämlich länger ausfahren. Brauche ich nicht so früh hochschalten. Zack. So, Tempomat rein. So. Kommst du ein bisschen besser in Gang, wenn die Drehzahl ein bisschen besser nutzen kannst. Der schaltet sonst zu früh. Ich glaube, in diesem Spiel stehen mehr Bührer, was ist denn da, 6135 rum, als Bührer je gebaut hat. Wie viele Kilometer sind das überhaupt, die ich fahren muss? 351 Kilometer, also quasi um die Ecke. Aber da vorne kommt wieder eine Mautstation, ne? Muss ich darüber? Sieht ja bald so aus, ne? Ach, das ist die alte Grenzstation hier. Ja, komm, wir können auch da lang fahren, oder? Ja, können wir. Gut, fahren wir hier lang. Oh, es könnte zu niedrig sein. Ne, es passt. Den haben sie verhaftet da, oder wieso hat er die Hände so in den Rücken gekreuzt? Interessant, hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil ich offiziell nicht auf der Straße bin, oder? Ach, da. Siehste, 130. Menschen sind in Dings verboten. In diesem Land. Darf ich hier echt 100 fahren? Tatsache. Ich darf hier tatsächlich 100 fahren. Ja, dann fahren wir 100, würde ich sagen, wa? Fliegen wir jetzt hier so ein bisschen durch Ungarn? Rumänien, Entschuldigung, Rumänien, Ungarn waren wir eben, ne? So.
Nochmal. Immer schön Drehzahl, 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 Drehzahl. Also was so Drehzahl heißt. Schade, ich dachte, ich kann rechts an ihm vorbeiziehen, aber hat sich wohl erledigt. Die fahren da rüber, als wenn sie. Naja. Jo. Danke. Dank UVC Ausbremsing. So. Wie die wilde Sau geht das hier doch. Zack, den LKW hoch auf 100 bringen, wenn ich das schaffe. Hier ist Schluss, hä? Mehr wie 90 macht er nicht. Okay. Ist ja okay, aber ich kann die 90 ja voll ausfahren hier. Wenn ich hier 100 darf, dann fahre ich 90. 4 Stunden, 11 Minuten bis zum Ziel. Schön, 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 schön. Schaffe ich noch mehr? Ne. Die 90 macht er nicht, das ist vorbei. Zwei dicke Walzen. Ja, reicht ja, wenn du unten ein paar Räder, wo die Klötze legst. Klötze für die Räder legst. Das reicht als Nahrungssicherung völlig aus. Mach ich auch immer so. Das fliegt nicht weg. Quatsch. Ui. Keep right and then exit right. Okay, 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 okay. Dann machen wir Tempo mal schon mal aus. Oha. Exit right. Yep, 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 yep. Ist hier 50, jo. Wird die Spur gleich auf? Ne, ist jetzt nicht, wa? Ach, hier ist nur noch 70, okay. Ah, da mache ich die Automatik wieder rein. Und cruisen hier ganz entspannt längs. Wir haben es ja nicht eilig.
wir gleich wieder links abbiegen, okay. Ah, hier ist die Autobahn auch vorbei, wa? Ja. Ich werde schon wieder müde, okay. Eineinhalb Stunden für die Pause. Wann bin ich denn rein rechnerisch da? In 3. Da müssen wir wohl noch Häuschen einlegen. Turn left. Gibt's Lenkräder für einen PC, die richtig Lenkstockschalter haben? Das wäre echt cool. Also einen richtigen Blinkerhebel. Das wäre cool. Ich glaube, es gibt Anbauten fürs G29. Das sollte ich mir das kaufen, werde ich mir diese Anbauten besorgen. Weil das finde ich, stört mich bei solchen Lenkrädern immer. Da fehlen halt so Sachen wie Blinker und so. Ja, wer braucht sowas, ich weiß. Spielt doch keiner mit. Ja, ja. Oh, man könnte zum Beispiel den Scheibenbücherhebel kurz aber wunderbar für einen Retarder nehmen. Oder so ein Kram. Das wäre halt schon cool. Und ich kann hier sicherlich, wo sind das echte Schrauben hier vorne? Ja, ich kann hier sicherlich auch den Kopf abnehmen. Vom Lenkrad. Das geht sicherlich. Go straight. Go straight, ja, das will ich nicht hier zu, ja, ins Wohnzimmer wollten, das war mir schon klar. Drehzahl. Was Tempo halten können. Ne, roter Bereich ist doof. Ich werde müde. Dafür brauchen wir die Hupe. Ja, dafür ist die Hupe da. Nur dafür. Ja, ja. Guck mal, schön. 3 Bührer hinten drauf. Nicht gesichert, doch dahinter, vor dem hinteren liegen Keile. Da liegen überall Keile für. Okay. Ja gut, dann sind sie ja einigermaßen gesichert. Wo ich behaupte. Weiß ich nicht. Ich hätte ihn noch mit Ketten gezogen. Ja. Hat das Ding eigentlich eine Liftachse da hinten? Weiter geht's. Zack. Tempomat auf 80 km/h und dann fliegen wir los. Suchen wir uns jetzt mal gleich mal ein Schlafplätzchen. Ja, ja.
Ich weiß doch, da vorne ist ja auch eine Schlafmöglichkeit, oder? Da darf ich aber nicht reinfahren von hier aus. Komm ich nicht ran. Machen wir jetzt auch nicht. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum darf ich da von hier aus nicht reinfahren? Das ist irgendwie unlogisch. Aber gut. Ist das denn hier ein kleiner Staudamm? Sieht bald so aus, wa? Oh ja. Und wir fahren jetzt an dem Staudamm vorbei. Und sind dann gleich unter Wasser? Okay. Das Wasser ist auf dieser Seite genauso wie auf der anderen, oder? Da hinten ist noch ein Staudamm. Komische Menschen, diese Rumänen. Sind wir in Rumänien? Bauen Staudämme, die nicht stauen. Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Aber in die Parkmöglichkeit da eben durfte ich ja nicht reinfahren. Stand ein Schild. Links abbiegen verboten. Ja, sind viele U's, dann sind wir bestimmt in Rumänien. Go straight. You're straight, okay. We can't go to the left, because to the left there is a lot of X's on the road. Yes. 70 kilometers per hour. Okay. Das hier rechts, das sind doch die das sieht aus wie die Futter- oder die Trinkdinger aus dem Landwirtschaftssimulator. Aber die haben, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Das eine ist SCS und das andere ist, oh Gott, weiß ich gar nicht. Giants, genau. So eine völlig andere Engine. Drehzahl. Ich würde sagen, wir sollten mal zusehen, dass wir so langsam Richtung... Ja, aber ich habe schon Bock, bis runter in die Türkei zu fahren. Weil da war ich noch nie in diesem Spiel. Und da vielleicht mal auch eine Schifffahrt runter nach Afrika, wie sie das wohl gemacht haben. Was ich sehr interessant finde. So Wüste oder so. Ja gut, wird dann aussehen wie Truck Simulator. American Truck Simulator. Aber das finde ich mal spannend. Zu sehen, wie das da unten aussieht. Oh, hier ist 80, ne? So. Überholverbot und Doppelkurve. Und da vorne ist, hoffentlich ist sie diesmal auf meiner Seite. Oh, guck mal, ist das geil. Ist das schön, wie die Sonne da reinknallt. Und die Tanke ist wieder auf der verkehrten Seite. Aber jetzt darf ich darüber, oder? Jetzt darf ich, ja. Ne, darf ich auch nicht. Jetzt fahre ich darüber. Da fahre ich jetzt rüber und setze mich rückwärts neben den Finlandia-LKW hier. Ja, ich weiß, ich werde müde. So, zack, Motor aus, Ruhe, Pause. Kreditzinsen? Ja, 4000, ich weiß. Was sagt mein Tank? Halb voll. Da brauchen wir noch nicht tanken. Aber wir sind fast da, ich glaube, eine Stunde. Kommt da was? Da kommt nichts. Ich sage mit Schwung wieder raus hier. Tempo mal auf 80. Ich glaube, das Schalten beim Beschleunigen kannst du echt fast am besten selber machen noch. Das ist ein hässlicher Hügel da rechts. Und links. Da haben sie sich jetzt nicht unbedingt. Weil ja, die Engine ist wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt, dass man so weit gucken kann. Ist wahrscheinlich eher darauf ausgelegt, wie man das halt früher ja ganz viel gemacht hat. Heute ist es zum Glück nicht mehr so.
einfach Wald hinstellen. Wald hinstellen, Wald hinstellen, Wald hinstellen. Da kann da keiner hingucken, da brauchst du auch nicht rendern. Das haben wir ja früher einfach gemacht. Oder in Nordafrika, wenn du einen Shooter gespielt hast, der in Nordafrika gespielt hat. Go straight. Das haben sie einfach tonnenweise Felsen dahin gelegt. Wow! Ey! Da hilft dir auch das Michelin-Männchen nicht mehr, mein Freund. Komm mit 80 an und der stellt sich quer über die Straße. Seit wir aufgewacht sind, ist uns noch gar keine SK entgegengekommen. Ah, hier, ein 143er Scania, geil. Schön, also die SK ist anscheinend nicht das einzige alte Fahrzeug, was sie eingefügt haben. 143er Scania hatte ich als Mod auch lange drauf. Von Equalizer. Der ist auch sehr, ich glaube Equalizer war es. Oder zumindest ein Edit von Equalizer, der war echt cool, der Mod. Auch schön mit 6x6 Chassis und so, solche Späßchen. Dort hier, was war das? Ein DAF, wa? Ne, ein MAN. Mann, 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 da. Mann, 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 da nimmt er mir die Vorfahrt mit dem MAN. So, bei 90 macht er dicht, okay? Dabei habe ich das Abriegeln ausgeschaltet. Krajowa? Krakau? Krakau? Ist Krakau in Rumänien? Nee, Krakau ist auch in Tschechien, oder? Ist das was anderes? Heißt die Stadt anders? Dann heißt die Stadt nur so ähnlich. Balkanentlader, 1 von 30 habe ich gerade gekriegt. Das heißt, ich muss noch 30 Städte hier am Balkan anfahren. Das schaffen wir heute noch eben, oder? Ach, heute nicht mehr, aber. Ne, die haben auch hier. Aber die hängen viel zu hoch für Oberleitungsmusse. Die hängen ja in 6 Meter Höhe, die Dinger. Oder in 8. Turn right. Guck mal, er hat auch Trecker hinten drauf. Was hat er? Das sieht nach Massa Ferguson aus. Oder was ist das? Ich glaube ja, dass der Massa Ferguson fährt. Guck mal, kleiner Isuzu. Ah, das Traffic! Take the first exit. Yep, first exit, alles klar. Das Traffic Pack, was ich da drauf habe, dieses von Jazzy Cat, glaube ich, das ist schon echt schick. Exit now. Ja, das sind MS. Das ist schon echt schick, das gefällt mir echt gut. Gerade mit den vier verschiedenen Fahrzeugen hier, da kommt wieder eine M-Klasse dann. Alter V70. Sehr schön, gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Es gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Flair. And then turn left. Turn left. Ist das der Toledo? Oder? Irgendwie so was. Ah, schicker alter LT. Beziehungsweise alter LT, eher der letzte LT, seitdem heißen sie ja Crafter. Boah, ich weiß gar nicht, heißt der neue auch wieder? Ja, der heißt auch Crafter, ne? Oder heißt der jetzt wieder LT? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. So! Hier haben wir so eine. Finding new route. Finding new route. We have reached our destination, my friend. We must deliver between the red and yellow warn barkens. So, dann drücken wir den Trailer nochmal eben hin. Und dann sollten wir, wenn wir das nächste Mal ein Level Up haben, ein bisschen Fernfahrten machen. Oder dass wir ein bisschen größere Strecken kriegen, immer hier nur im Kirchturm. Das war für den Anfang ganz schick, aber... So. T zum Entkoppeln. Ausgezeichnet. 400 Kilometer knapp. Bonus für hochwertige Fracht. Ist da auch schon mal was? Level 5. Sehr schön. So, da sind wir in der Walachei. In Craiova. Craiova, Craiova, Craiova. Haben den LKW noch ein bisschen getuned. Ein paar schöne neue Motoren drin. Oder ein schöner neuer Motor drin. Ein bisschen schickes
Neues Design, ein bisschen rangeschraubt. Ja, das ist doch schick. Dann haben wir gerade drei Bührer 6135 ausgeliefert. Da sind nur acht von gebaut worden. Vor fast 40 Jahren, nein, vor über 40 Jahren mittlerweile. Ja. Sehr unwahrscheinlich, dass man drei auf einen Haufen trifft, aber hey, es ist nur ein Spiel. Wenn es da mal überhaupt noch drei Stück von gibt. Aber naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne wieder rein. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auch gerne einen Daumen da. Folgt mir gerne auf Twitch. Ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Ist unten verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal in der Walachei.